Na? Oh, wer hat sich denn da besonders rausgeputzt? Ist es der Eli? Das ist der Eli, ne? Hey, ich bin Dominik von Backhunter Expeditions und das ist der Star des Videos, ha? Mein bester Freund der Eli. Und in diesem Video soll es um eine Produktrezension nach 6 Jahren intensiver Nutzung des Ruffier Fernie Hundepullovers gehen. Mein üblicher Disclaimer vorab, wobei ich müsste eigentlich sagen unser Disclaimer, weil das gleiche gilt nämlich auch für Eli. Ja? Nichts wurde uns gesponsert, nichts ist uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ich muss euch nicht die Hucke volllügen mit irgendwelchen Werbeaussagen, wie toll der ganze Plunder aus Fernost doch ist. Nein, das ist ja meine ehrliche Rezension und dieses Review gibt es bereits auf Eli seiner Webseite, der Weimaraner Produktrezensionsseite. Nicht? Ja, hast du schön geschrieben damals. Ne? Das gibt es bereits seit sehr vielen Jahren und deswegen lagern wir jetzt irgendwann mal eins nach dem anderen diese Videos danach zu den entsprechenden Lesereviews und fangen in diesem Fall, wie gesagt, an mit dem Ruffier Fernie Hundepullover. Dieser Ruffier Fernie Hundemantel wird er bezeichnet, manchmal sogar Hundejacke. Ich würde sagen, es ist ein klassischer Pullover. Ich denke, das sieht man auch. Kommt interessanterweise, wie so viele Hundesachen leider, aus ganz weit Fernost. Ja, in diesem Fall ist er aus Vietnam, aber vieles, nicht weniges, kommt auch aus China. Sind eigentlich Länder, jetzt ohne da jemanden denunzieren zu wollen, aber interessanterweise Länder, die sonst mit Hunden relativ wenig am Hut haben. Um nicht zu sagen, wo der eine oder andere Hund auch mal auf der Speisekarte steht. Ja. Umso interessanter ist es, ja, dass, wie gesagt, dort auch etwas für die Hunde getan wird. Der Hersteller bzw. das Unternehmen selbst, Ruffier, ist aus den USA ansässig und würde ich mal behaupten, ist einer mit der Marktführer weltweit für diverse Hundeprodukte. Die komplette Palette von Leine, Halsband, Schwimmweste, Matte, Schlafding, ihr kriegt da praktisch alles, Fressnapf und so weiter und so fort. Ja, und auch ich habe mich denn damals davon einölen lassen. Das war 2016, habe ich genau diesen hier gekauft. Ich glaube, die Farbe dürfte irgendwas mit Lachspur Purple, ja, lila in jedem Fall sein. Und seit genau dieser Zeit trägt Eli auch diesen Pullover. Und das ist auch sehr gut nachweisbar. In diesem Lesereview seht ihr das auch. Über all die Jahre hinweg hat Eli den Pullover auf verschiedenen Touren weltweit immer mit im Einsatz gehabt. Das heißt, er hatte den dort an. Ja, ich blende vielleicht ab und zu mal ein Foto dazu ein. Erste Mal zum Stoff. Das Ganze nennt der Hersteller Polar Fleece, wenn ich mich da recht entsinne. Es ist also wirklich eine relativ kuschelige Angelegenheit. Es ist nicht super dick, aber es ist dennoch, darf man das sagen, dicker als ein dünner Lappen. Es ist ein bisschen kuschelig, ja, so ein bisschen wie flanellmäßig, das darf man schon sagen. Und es ist außen eine relativ robuste Webart. Robust, wenn man das so sagen, relativ, ja, vorsichtig, ja. Also zum Schubbeln ist es dennoch nicht geeignet, aber ich kenne dünnere Sachen. Von daher fand ich die ganze Nummer immer relativ okay. Ja? Sitzen tut das Ganze, oder bleiben wir erstmal bei der Ausstattung. Ihr seht das, es gibt einen Reißverschluss. Ihr schließt den Pullover von vorn am Hals, es ist angesetzt, rein bis nach hinten. Hier vorne habt ihr so ein kleines Bündchen, ja, also ein Reißverschluss, so ein Zipperschutz, damit es nicht scheuert. Das kann man dann hier oben umlegen. Guck mal, hat Eli das auch richtig? Hat er umgelegt? Hat er darauf geachtet? Gut gemacht, Eli. So, und die Problematik, also erstmal, der Reißverschluss geht wunderbar leicht, bis daher alles gut. Hat auch, wie ihr seht, noch Jahren der Funktion, geht er immer noch. Der Nachteil dieses Reißverschlusses, habt ihr aber wahrscheinlich in sehr vielen Videos schon gesehen. Dreh dich mal nochmal rum, Eli. Er denkt immer, ich will in ein Po gehen. Das wollen wir natürlich nicht. Sobald Eli läuft, anfängt zu laufen,
öffnet sich dieser Reißverschluss selbstständig, so, das ist eigentlich der Normalzustand, kann man sagen. Und wenn da richtig viel gelaufen ist, dann hängt das Ding so. Weil dieses Ding geht sehr einfach, guck, ihr seht das schon, mit einer Hand, ja, kann ich das hier bedienen. Logisch, ja. Hier hätte, erster Kritikpunkt, definitiv mindestens ein Druckknopf hingehört, wo ich diesen Zipper antackere, damit genau jenes nicht passiert. Ja, Punkt ist also, Reißverschluss ist selbst öffnend. Ansonsten ist er ganz okay. Ihr habt hier oben zwei Reflektorstreifen, die funktionieren, sind auch immer noch sichtbar und das funktioniert auch. Mich natürlich, Eli. Im Dunkeln, wenn du mit der Lampe hinstrahlst, siehst du, reflektiert das auch ein bisschen. Für die Leute, die in der Stadt unterwegs sind, ja, ist das nicht verkehrt. Und apropos Lampe, habt ihr denn hier oben noch eine kleine Schlaufe, hier ist auch das Symbolbild einer Lampe abgebildet und ihr könnt eine durchfädeln. Ich hatte da zum Beispiel diese Orbilock, ne, diese Drehlampe aus Dänemark, sowas könnt ihr anbringen. Ich glaube, das Swaffi auch irgendwo, in den USA gibt es dazu noch ein Pendant. Sieht ein bisschen anders aus, ist ein bisschen rötlicher. Das könnt ihr hier oben einfädeln, ja. Das ist denn sozusagen die Ausstattung, wenn man das so sagen darf, ja. Und auf der Unterseite, das seht ihr ja auch, habt ihr hier sozusagen die Beinschlaufen und naja, weil es ja ein Pullover ist, kann man nicht wirklich von einem Kragen reden, also der Hals ist offen. Es ist ein Bundabschluss, nenne ich das mal, ja, also man sollte da keinen wärmenden Kragen erwarten bei diesem Ding, das gibt es nicht, ja. So, und jetzt seht ihr ja auch schon, ich habe hier zwei verschiedene zu liegen. Dieser hier in der Farbe Lachspur Purple, wenn ich mich da recht entsinne, habe ich gekauft 2016. Und das ist der einzige Negativpunkt beim Kauf auch gleich. Das Ding ist unverschämt teuer. Für einen Fetzen Vlies aus Vietnam wollten die auch damals schon 70 Euro. Ich glaube, mittlerweile liegt er bei 80 Euro. Also es ist Wahnsinn einfach. Ja? Und hier muss ich gleich vorab sagen, ist die Sache nicht gerechtfertigt. Auf keinen Fall. Aber bleiben wir erstmal bei dem. Gekauft in der Größe M. Und die Größe M, und das seht ihr jetzt auch, passt Eli praktisch nahezu perfekt, kann man sagen. Wenn ihr euch den Hintern, komm Eli, wir müssen mal dein Popöchen angucken. Ja, ich weiß, lecky. Das Popöchen angucken, seht ihr, wie der hier hinten sitzt. Ja, er geht über die Rute drüber hinweg. Man könnte jetzt meinen, es ist ein Tuck zu lang, aber das hat praktisch nie gestört. Manchmal passiert genau das, dass er dann so hoch hängt hier hinten. Bei der alten Version. Irgendwann, ich glaube so ungefähr vor 3 Jahren, hat Raffia das verändert, das Größensortiment. Und zwar haben sie es genannt, die verbesserte Passform. Die habe ich mir denn auch gekauft, rein interessenhalber, weil ich hatte ja auch noch einen anderen Hund. Und da haben wir festgestellt, was ist denn das? Das ist also ein M. Die M hat gar nicht mehr gepasst. Das heißt, vom Brustkorb, dem anderen Hund hatte sie gepasst, aber sie war viel zu kurz. Das Ding saß praktisch, ja, wie saß es denn? So in etwa. Seht ihr das? Ja, so. Das mir fehlt da hinten was. Ja, und da Eli aber noch seine alte M hatte, war da jetzt keine Notwendigkeit, das nochmal nachzukorrigieren, wie das sitzt, denn die neuere M hat Eli gar nicht gepasst, da hat er nicht reingepasst. So, jetzt, nach all den Jahren, nachdem ich auch ein Feedback von anderen Trägern erhalten habe zu diesem Ding, ja, denn es haben sich auch durchaus andere den Ferni gekauft, die mit mir Rücksprache halten, und alle das gleiche Problem. Das Ding sitzt überhaupt nicht. Total schlecht. Genau das hält Eli davon. Ja? Und jetzt habe ich mir vor gerade kurzer Zeit nochmal einen zweiten gekauft, um das selbst einmal nochmal nachzuprüfen an Eli live. Denn ihr seht das nämlich schon. Eli, mach mal einen schönen Sitz. Mach mal einen ganz feinen. Oh, das ist auch ein feiner Eli. Seht ihr das hier vorne? Ja, das fing an. Guckt mal, die Fußis. Ja, das fing hier an erstmal an. Also hier geht es genauso los. Ja, in der Achselbeuge fing das an und dann wurde das immer größer. Liegt natürlich daran, dass Eli ein Pumper ist. Hier. Ja, Eli ist ein Muskelpaket. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ihm beim... auseinandergeplatzt. Hat den Anzug aus den Nähten gedrückt. Ja, jeder Pumper kennt das. Ich nicht, weil ich ja das Handtuch bin. Aber Eli ist ein Macho. Und Eli muss richtig kräftig aufbauen. Und daher ist ganz normal für Eli, er sprengt alle Sachen, die er anhat, mit seinen puren Muskeln. Und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, jetzt bringt das Ding gar nichts mehr irgendwie. Das kannst du auch nicht reparieren. Der Fetzen, das Material ist hier so dünn geworden. Kommt auch noch dazu, ja, über all die Jahre. Dass ich mir dann gesagt habe, okay, dann gönnst du dir jetzt mal einen neuen. So, den habe ich mir jetzt gerade erst vor einem Monat gekauft. Ne?
Und das Ganze in Grau. Denn das war das Einzige, was mir damals nicht so ganz gefallen hat, dass ich Ila so eine kleine Tuckenfarbe verpassen musste. Ja? Aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja? Ich finde das lustig und wir können auch alle darüber lachen. Und Ila sowieso, oder? Was hältst du davon, Ila? Ja, Ila findet es auch geil. Hatte einige Sachen mal in Lila zu dieser Zeit parallel getragen. Und es gab damals keine großen anderen Farben. Na, ich war jetzt also froh, dass es diese neue, verbesserte Passform oder dass es den Ferni, sagen wir es mal so, auch in Grau gab. Was Neutrales für Ila. Ja, passend zu Grau hier. So, und das werden wir jetzt mal live anlegen. Das ist nämlich nicht die Größe M, sondern die Größe L. Ja, das heißt, das, was sie aktuell auch beim Ferni bekommt, von Ruffier, die Größe L, denn in die Größe M hat Ila nicht reingepasst. Ich dachte ja anfangs, so wie das bei dem anderen Hund auch gewesen ist, es ist einfach nur kürzer. Nein, es ist nicht nur kürzer, sondern die neue Größe M ist auch schmaler am Umfang. Ila kam überhaupt nicht rein, also der Brustkorb, da hätte 15 cm Material gefehlt. Kein Witz jetzt, wirklich. Also die ist in der ganzen Summe ist die M komplett geschrumpft, nicht nur in der Länge, sondern auch im Umfang. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei Ila an. Wenn er, ja, lecky ist so fein. Willst du den neuen anziehen, Ila? Zeig mal mit den Fusis. Ja, so ist so fein. Den nehmen wir jetzt mal in der Hand. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie die Größe L beim Ila sitzt. Und ja, was soll ich sagen? Wir können es uns, ich will nichts verwecken. Wir gucken mal. Ila, mit den Fusis, ja? Ja, so ist so fein. Das ist ein ganz feiner Ila. Und mit den anderen Fusis? Den hier, nee, den hatten wir eben gerade schon. Nee, den kannst du wieder hinstellen, Ila. Das weißt du doch, das verwechselst du immer, ja? So, Ila, nicht drauftreten. So, das ist jetzt, wie gesagt, die neue Größe L. So, und so sitzt es. Ja, lecky. Geh mal rum, Ila. Zeig dich mal von der Seite. Ja? Könnt ihr das so ein bisschen sehen? Ich denke, es ist erkennbar. Es sitzt überall lockerer. Die Länge hinten ist praktisch die gleiche wie die alte Größe M. Da hat sich nichts verändert. Sitzt genau exakt so. Auch was, auch wenn er sich jetzt von nach vorne seit, die dreh mal ein bisschen rum, Ila. Nee, nicht rum. Bist du wahnsinnig? Du bist verrückter. Man sieht es jetzt. Ich denke, es ist ein bisschen erkennbar, auch wenn er jetzt hier so ein bisschen Affen, der Regen irritiert uns jetzt beide ein bisschen. Ja? Aber es ist erkennbar, es sitzt hier luftig lockerer, nicht mehr so schick. Ja? Vom Kragen ist es das Gleiche. Und jetzt kam nämlich eben, euch ist etwas aufgefallen wahrscheinlich, dass die Ärmelbündchen deutlich höher saßen, hier oben. Ja? Die hängen jetzt hier unten. Zu was führt das? Leider zu extremen, oh jetzt geht der Regen richtig los. Es führt hier leider zu extremen Scheuerstellen. Ila hatte den, als ich den gekauft habe, dachte ich ja nichts Schlimmes. Also ich wollte ihn einmal Probe tragen. Und wir sind einen Tag gewandert, war im Harz, habe ich bei Instagram veröffentlicht. Ja, da haben die Leute den auch gesehen, blend mal ein Foto ein. Und Ila ist den ganzen Tag in dem Ding umhergelaufen. Und abends gucke ich in Ila, oder nachts, als wir wieder zu Hause waren, habe ich ihn ausgezogen und gucke an, was ist denn da los? Habe ich den nächsten Tag beim Hellen nochmal angeschaut, war das alles komplett richtig rot aufgescheuert. Und zwar so doll aufgescheuert, dass es war die linke Seite hier, der Fühler ist es gewesen. Man sieht es vielleicht noch ganz bisschen, ja, es ist jetzt schon ein paar Tage hier. Aber nee, ich glaube, ihr seht das noch. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe es. Hier ist Schroff. Also es war offen, es hat geblutet und die eine Stelle hatte sogar eine entzündete Pustel. Ja, so, das heißt also, diese neue verbesserte Passform, die einzige, die Ila noch passt, ist praktisch nicht mehr nutzbar. Jetzt habe ich natürlich leider getragen und kann damit nicht mehr umtauschen. Also ich mache sowas zumindest nicht, dass ich getragene Hundesachen umtausche. Auch wenn, als ich den erhalten habe, den auch nicht im Originalbeutel bekommen habe. Das heißt, den hatte vorher auch schon mal jemand getragen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich damit sagen? Der Ruffier Ferni hat sich zumindest sowohl für mich als auch für Bekannte, die den jetzt in dieser neuen Konfektionsgröße an einem Weimaraner tragen, praktisch entschärft. Er passt nicht mehr. Ich weiß es also nicht, wie es möglicherweise bei anderen Hunden aussieht. Der Weimaraner ist ja eigentlich ein relativ schlanker Hund und von seinen Körperproportionen fast quadratisch, kompakt. Das heißt also Risthöhe, ja, Schultermaß wie Rückenlänge ist praktisch ein Quadrat, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt, kurz gesagt, er hat eigentlich ideale Modelmaße, wenn man das so nennen darf. Und Ila, hatte ich ja gesagt,
ist ein kleiner Pumper, ihm geht's blendend, er ist die absolute Sportskanone, ein Zehnkämpfer, ist ein feuchten Kehricht gegen ihn. Das heißt, er wäre theoretisch, bin ich zumindest der Meinung, das Idealmaß für eine Hundekonfektionsgröße, wenn man das so nennen darf. Und es passt nicht. Ich weiß es auch von anderen Weimaranern, dass es nicht passt. Und ich weiß jetzt nicht, könnt ihr mir jetzt gern mal in die Kommentare reinschreiben. Und noch viel besser ist es, ihr schreibt es in das Review bei mir auf der Webseite. Da sehen es nämlich mehrere Menschen, auch unter anderem doch Eli, auch der Hersteller in den USA bekommt das damit, weil ich weiß, dass der auf meiner Webseite unterwegs war. Ja? Also schreibt es da ruhig rein. Ich veröffentliche die Kommentare dementsprechend natürlich, wie es euch mit euren Hunden beim Ruffier Ferni geht. Ja? Für mich, muss ich sagen, war der alte Muff nicht unbedingt das Material war den Preis nicht wert. Das darf man so sagen. Ja? Hier übrigens noch eine Sache. Neben den Dingern vorne an den, wo das Material sich irgendwann aufgelöst hat, ist hier eine Naht geplatzt am Reißverschluss. Auch das gleiche wieder. Ja? Kennen wir? Das dürfte bei ihm jetzt hier nicht passieren, bei dem Ding. Aber ich kann euch auch sagen, das wird Eli so auch nicht tragen, aufgrund genau dieser Geschichte. Denn entweder muss etwas so hoch sein, dass es nicht scheuert, oder aber so lang sein, dass es ganz deutlich darüber geht. Und das Ding sitzt genau in der neuralgischsten Stelle beim Hund, zumindest bei einem Weimaraner, der kein dickes, fettes Fell oder grundsätzlich eine Art Unterfell, nichts praktisch davon hat und sozusagen für sowas schon vorprogrammiert ist. Ja? Da ich das ganze Ding jetzt, wie gesagt, nicht mehr zurückgeben kann, werde ich es aber für meine Prototypen ein bisschen umarbeiten. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber er bleibt in jedem Fall nicht original. Das dürfte schon klar sein, damit ich ihn wenigstens weiter nutzen kann. Ja? So ist es fein. Lecky ist immer gut, Eli, dann verdorstest du nicht. Um das Ganze kurz zusammenzufassen, die Vorteile des Ruffier Fernis. Er ist leicht, ja? Wenn man das als Vorteil nennen möchte, weil den Hund interessiert es einen feuchten Kehricht, ob so eine Jacke 200 oder 2000 Gramm wiegt. Ja? Aber für euch mag das vielleicht positiv sein, weil man ihn dadurch auch relativ kompakt klein machen kann. Ja, das geht in jedem Fall. Und du kannst ihn praktisch überall in den Rucksack hinstecken. Er stört praktisch nicht. Das wäre ein Vorteil. Dadurch, dass es hier ein schönes Erdölprodukt ist, ja, also ein Polyester, trocknet er natürlich auch wunderbar schnell. Ja, das heißt, wenn das Ding, so wie wir jetzt, sitzen die ganze Zeit im Regen, nicht so wie meine Jacke hier, so wie die Hose, die Wolljacke ist ja was ganz anderes, ne? Wenn das mal nass werden sollte, könnte er das relativ schnell trocknen. Das ist auch ein Vorteil. Und als dritten Vorteil würde ich sagen, ja, ne, Vorteil würde ich nicht sagen, das ist neutral. Nutzen wir ihn als Pullover, ja, für Temperaturen. Jetzt haben wir gerade aktuell 7 Grad Celsius und Regen. Das wäre jetzt nicht das perfekte Ausrüstungsgegenstück dafür, Gegenstand. Aber so ungefähr kann ich sagen, bei Eli trägt das Ding so zwischen 10 und 5 Grad oder 0 Grad in Kombination mit anderen. Und wenn es denn gut liegt, das ist die Voraussetzung, so wie es der alte zumindest war, dann könnt ihr noch Sachen drüber tragen. Das würde ich aber so als neutral nennen. Und als negativ würde ich einfach mal nennen, dass es, wie gesagt, viel zu teuer ist. Also für ein Stück Asia-Polyester in 80 Euro aufzurufen, da kriege ich ja selbst eine Jacke für. Das ist Wahnsinn. Ja? Das geht praktisch, ich hätte gar keine Kurt, aber es ist ja sozusagen Standard. Ja? Erster negative Punkt, zweiter negative Punkt, der Reißverschluss ist selbstöffnend und das, obwohl das Ding schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf dem Markt ist und das haben auch schon andere bemängelt. Ja? Da hat der Hersteller da offensichtlich nichts optimiert. Ja? Und wenn wir gerade bei dem Punkt sind, die dritte negative Sache, die Optimierung des Herstellers bezüglich der Größen. Ich weiß nicht, welche Hunde man da als Referenzobjekt genommen hat. Vielleicht super fettgefressene oder kleine Quadratlatschen, die ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was man da der Hersteller genommen hat für, aber so ein Ding wie der Weimaraner ist praktisch, was die Größen geht, außen vor, auch was die Passform in den Ellbogen angeht. Und das wäre dann das vierte negative Kriterium, diese scheuerige Sachen von einer Jacke, die genau so sitzt, wie sie jetzt hier sitzt. Ja, und ihr dürftet mir ja recht geben, das Ding sieht einfach scheiße aus. Also ich finde, es sieht nicht schön aus. Und vor allen Dingen sieht es nicht aus wie eine 84-Euro-Jacke. Das kommt nochmal dazu, ja, von der Passform her. Ja. Ja,
So viel zu meinem kleinen Fazit, Plus und Minus des Rough Your Fairness, den wir jetzt in der ersten Version seit 6 Jahren benutzt haben. Die Nutzung dürfte sich jetzt erübrigt haben aufgrund der aufgrund der zu großen Löcher. Ja. Und da mit dem neuen können wir leider nichts anfangen, das werde ich also zerhacken. Was soll ich jetzt dazu sagen, wenn ihr einen Hund habt, der diese Passform entspricht, egal ob S, M, L oder was auch immer, wo der euch passt und wo er nicht diese Einschränkung hat, die jetzt Ila ertragen muss, dann würde ich sagen, ist der Rough Your Fairness okay. Okay ist er. Ja, das ist jetzt kein herausragendes Produkt, aber es gibt welche, die sind deutlich schlechter. Ich fand diese kuschelige Sache immer relativ angenehm. Es ging und wie gesagt, dieses schnelle Trocknen, das war alles, in Ordnung. Aber man muss doch sagen, für den Preis gibt es auch Besseres tatsächlich. Oder zumindest es gibt Gleichwertiges von der Verarbeitung und von den Sachen zu einem deutlich günstigeren Preis. Das will ich damit sagen. Ja, und dann werden wir jetzt tatsächlich genau diesen Vorteil mal testen können, ja, wie schnell das Ganze hier trocknet. Die Kamera wird eine ganze Weile brauchen. Der Pullover dürfte wahrscheinlich in 15 Minuten irgendwo hingehangen wieder fertig sein. Nee, Ila, komm mal hier einmal noch rum. Ja, wir müssen uns nämlich noch verabschieden. Ja. Genau das werden wir dann jetzt auch tun. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch damit was bringen. Verweise nochmal auf das Lesereview bei mir oder auf Ila seiner Website, wo ihr einen Haufen Fotos in verschiedenen Aktivitäten, Passformen, Ländern, landschaftlich schöne Highlights mitunter, auch andere Hunde nochmal mit diesem Pullöverchen seht. Und wünsche euch, doch Ila, das kannst du doch nein nicht sagen. Das gibt's doch nicht. Und wir wünschen euch mit euren Hunden, na, in jedem Fall mehr als das es der Eli mit dieser neuen Passform hat, na, grundsätzlich viel Spaß draußen.